Wer als erstes diesen Scooter kaputt macht, gewinnt! Ja. Oh. Oh. Wahrscheinlich kennt ihr alle schon den Roller, den ich mal getestet habe. Der günstigste Amazon-Roller in diesem Game. Und zwar werden wir jetzt einfach Tricks machen. Und wer als erstes mit Tricks diesen Roller kaputt bekommt, gewinnt auf jeden Fall die Challenge. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Kandidaten und vor allem einen neuen Gast hier. Was geht, willst du mal vorstellen? Jo, also ich bin der Ferdinand Mantek aus Wuppertal, von der Wickedwoods-Halle. Vielleicht kennen die manche von euch. Und ich habe hier gerade Berufsschule und dachte mir, geile Leute, geile Halle. Und geiler Roller, ne? Und geiler Roller. Okay, das ich werde sowas von zerstören. Das ist sehr gut. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal anfangen. Jeder macht erstmal einen Trick. Ich entscheide natürlich die Location und dann fangen wir einfach direkt an. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt mit der Bank an. Erster Trick, ich denke, den kann jeder von uns. Er muss nicht gestanden sein, aber er muss halt einfach so gehen, dass er halt kaputt geht. Kick ist aus der Bank, ja? Sind wir dabei. Machen wir. Auf jeden Fall. Okay, also das war ein guter Versuch. So, wer will als nächstes? Ich. Okay, ich mach das schon. So ist das, wenn man nur ich schreit, aber nicht zugreift. Ha. Yes. Ja gut, also da hat er sich ja nicht mal richtig Mühe gegeben. Das war ja nur ein Kickless, ne? No motion, ganz kurz von der Landung. Ich bin extra so ein bisschen so. Ja, hat man gesehen, dass du dich nach hinten gelehnt hast. Ja, genau. Also ich habe versucht, so viel Druck wie möglich auf das Deck zu bringen. Das ist gut. Ganz kurz, kann mir jemand einen Helm leihen? Ja, wichtig. Okay, let's go. Oh. Ja! Bei Dean ist am krassesten war, weil er einfach nur auf der Headshoe gefühlt gelandet ist, oder? Die Headshoe? Hat nicht so gut gelitten, aber das Grip Tape, Dean, du hast ein bisschen vom Grip Tape kaputt gemacht. Aber ey, wisst ihr, wo ihr jetzt richtig geiles Grip Tape holen könnt? Bei Kira-Shop.de, genau. So geil das Grip Tape. Ferdinand Kickless, let's go. Okay. Oh, Kickless. Boah. Der war eigentlich zu gut. Der war zu gut, sagt er gerade. Ich finde schon sehr gut, so wie Dean gerade gelandet ist auf der Headtube. Ich würde sagen, neue Section, drop in, habt ihr Bock? Ja, aber von da oben. Warte, warte, warte. Ins Flat oder was? Nein, ich will anfangen. Oh, er will anfangen. Ja, ja. Das Gute ist, wir haben hier Holz. Also eigentlich ist es nicht gut, aber das federt ein bisschen ab. Aber Janni, ich mach mir richtig Bock da drauf. Er ist stabil, Jungs. Wollte gerade sagen, hey, warum fahren wir eigentlich nicht selber mit solchen Rollern? Alter, der ganze Lenker ist ja lose. Das Headset, check mal ganz kurz den Drop-Test. Wie cool ist das bitte, dass der Lenker also abnehmbar ist? Ja, ey, übelst cool, Mann. Total cool, Alter. Was für Busfahrer? Kein Problem, wir machen das mit deinem auch oder mache ich eine Schelle rum. Cool, können wir das machen? Ja, auf jeden Fall. Okay, kann mir jemand einen Helm geben? Was macht der denn da? Boah, Alter, also Dean ist auf jeden Fall viel zu groß für diesen Roller. Das Wheel fühlt sich hinten schon irgendwie nicht mehr ganz so gut an. Das eiert auch komplett schon. Komplett. Das eiert nicht, aber ein bisschen irgendwie. Bisschen nur, aber nicht schlimm. Komm, ja, vielleicht mit dem Druck. Der ist noch gut. Den können wir nochmal shredden. Hier, Ferdinand. Der wird jetzt absolut ins Flat. Ja. Die Linie da? Ja, versuch einfach so doll ins Flat zu ballern, wie es so geht. Schmal, ne? Aber, wow! Ey, ey, mach den nicht kaputt, Mann! Das ist so schmal, ich krieg den nicht mal gegriffen. Oh mein Gott, der Lenker ist so verschwogen. Ey, ey, guck mal! Der geht nach hinten. Der ist komplett nach hinten. Ist komplett verbogen. Wenn der Lenker irgendwann mal zu dolle nach hinten gebogen ist. Oh mein Gott, Digga! Wie kommt der denn da rauf? Also ich finde, der wackelt noch nicht. Nimm das mal von der Seite auf, ey. Ich wollte gerade sagen, von der Seite ist noch krass. Heck, es, wie es am Eiern ist. Wir sind jetzt hier in einer Bank und ich würde sagen, wir machen mal so einen kleinen Weitsprung-Contest, aber halt nur schräg landen auf die Wheels. Ferdinand, du hast gesagt. Was, schräg? Ja, du hast gesagt, wir sollen auf die Wheels gehen. Wir müssen auf die Wheels. Weil der Lenker, der ist schon extrem zerstört. Ja, da hast du recht. Den machen wir am Ende einfach komplett tot, aber jetzt erstmal die Wheels. Wir machen jetzt nur Tokyo Drift aus der Bank und jetzt richtig weit springen. Oh, das war mein Sack! Oh, ich hab grad alles eingeklemmt, was so geht. Bitte mach mich mehr das. Oh, ich finde das gut, aber egal. Nächster ist. Komm schon! Ah. Oh, ich hab versucht, noch schräger zu landen, aber. Ich sag dir ehrlich, so schräg landen ist irgendwie echt nicht so einfach. Das bockt auch gar nicht. Machen. Ja, komm, hau mal raus. Ihr schreibt schon mal in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Roller kaputt gemacht habt. Wenn ja, wie er euch kaputt gegangen ist. Und ich würde sagen, Dean jetzt als nächstes aus der Bank. Ich hoffe, er ballert jetzt komplett die Wheels kaputt. Ja, einfach kurz das Rail noch mitgenommen. Wie ist halt echt besser, als ich dachte. Ja, ne? Also eigentlich sollte es auch aushalten, ne? Das ist halt Plastik, ne? Ja, eigentlich schon. Aber egal, ich würde sagen, Ferdinand, letzter Try hier. Du ballerst komplett. Jetzt aber richtig. Jetzt aber richtig hier. Alle. Das war ein guter Try. Das war so ein Try, wollte ich auch sehen, aber da hat mein Sack nicht mitgemacht. Boah! Also ich bin dir ehrlich, wäre es Beton, dann wäre Feierabend gewesen, aber zeig mal. Dann wäre Ende im Gelände. Merkst du schon irgendwas? Ist ein bisschen lose. Ja, Miros aber lose. Tatsächlich kann ich empfehlen, die Wheels. Ja, also ist geil. 100 mm. Hier darf ich auch noch mal was machen? Was willst du machen? Ich habe eine sehr gute Idee. Okay, hau raus. Ich möchte sehen. Der Griff ist einfach drehbar. Ja. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott! Ja, ey, ich bin dir ehrlich, das macht 100% jetzt auch. Also das Ding ist, ich hätte noch brutaler aufkommen können, weil ich hätte ein bisschen Angst, dass er jetzt schon snappt. Nein, du das wolltest uns noch natürlich genau, Spaß auch lassen. Genau, ich wollte einfach euch auch schon mal das, aber das auch noch mal die Chance geben. Ja. Ich versuche jetzt auch mal rauszuballern. Oh Gott! Oh nee, das war mein Tag. Man
nimmt sie ja komplett nach vorne. Also ich würde vorschlagen, wir springen das Gap mal. Das sieht sehr, sehr schön aus. Wenn du darauf Bock hast, damit man sich das vorstellen kann, spring mal runter. Boah! Also es ist auf jeden Fall nicht so nice, runter zu springen. Deswegen check, wie hoch es ist. Mach dir in die Glück. Das sah sehr einfach unschuldig aus. Das hat nichts gebracht, glaube ich. Es hat richtig weh getan. Ja, ich habe noch eine Idee. Weil meiner gerade so kacke war, ich will noch einmal versuchen. Und zwar versuche ich von der Wall aus einfach ins Flat zu ballern da hinten. Wall Quarter, aber halt nur ins Flat. Das versuche ich mal. Aber der hält noch. Was mit Gefühlen, ne? Ja, aber ganz anders. Der ist ja gerade kaputt. Also, wir haben auf jeden Fall schon den ersten Snap. Ich zeig euch das mal ganz kurz. Wir haben hier vorne einfach kompletten Riss, aber er ist noch gut. Den kann man noch fahren. Auf jeden Fall. Den kann man nicht nur fahren, den kann man flippen. Du willst willst du doch keinen Flip machen. Ich mache jetzt einen Flip. Flip. Und wenn er dann kaputt geht, dann hat es sich gelohnt. Okay, gut. Das ist klar. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da für die Aktion, weil das ist echt eklig, mit so einem gesnappten Leg am Becken zu machen. Jetzt ab zur Resi. Mir ist was aufgefallen, das bremst irgendwie beim Fahren. Das ist voll warm, das Wheel hinten. Es ist komplett warm hinten, das Wheel. Warum ist das so warm? Weil man hat auch gehört beim Abspringen, vielleicht habt ihr es gerade gesehen, aber dass es einfach komplett laut war. Hier, guck mal. Ja, das schleift. Das bremst. Das ja, schleift. Das schleift, das Wheel. Flip war nicht, ich mach den jetzt über die Holzbox, komm. Ich will jetzt den Clip. Digga, das ist übertrieben. Holzbox, Flip. Ja! Oh ja! Hey, Flip mit dem Roller! Oh! Und direkt flat. Also das ist viel zu rutschig, diese Wheels, Alter. Ja. Dafür müsst ihr aber jetzt ein Like da lassen. Auf jeden Fall. Ja! First try! Ey, das ist echt ganz eklig und echt, ne? Ja, ich sag wie es ist. Es geht voll fit. Man hat nur jede Sekunde Angst, dass das Rad wieder blockiert, weil es ist schon wieder leicht. Warte. Ach, nicht schlimm, passiert. Ja, diese Wheels, wenn man damit Kurven fährt, die sind so schwammig, die machen richtig so. Wie machen die? Die machen richtig so. Okay, jetzt haben wir es verstanden, glaube ich. Er überrascht uns und macht den einfach an der Wall. Nice. Wie war denn die? Steißbein tut weh. Jetzt machen wir mal was Ernstes. Wir versuchen mal einfach zu schrotten, oder? Wollen wir ihn schrotten? Komplett. Ja, ich kann mal Flyout hinten springen. Weil da war noch Potenzial drin. Darf ich mal? Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal Schere, Stein, Papier, wer auf jeden Fall anfangen darf. 3, 2, 1, go. Scheiße, ihr wollt mich verarschen. Das ist mein Roller sogar hier. Aha. Okay, komm. 3, 1, los. Oh, Dean hat gewonnen. Dean hat gewonnen. Jetzt noch zweiter. Ja, okay, zwei. Ah, oh. Digga, nicht. Ja! Okay, also Janni vorletzter, ich letzter, Ferdinand zweiter, Dean erster, let's go. Ich glaube, der wird direkt snappen. Hat man das gesehen auf dem Video? Nein, hat man nicht. Ich bin in der Quarter so weggerutscht. Ganz kurz so Drift gemacht, aber Dean, schlechter Versuch. Jetzt als nächstes Ferdinand, danach Dean, danach ich. Ich hoffe, ich kriege noch eine Chance. Oh. Ey, man slidet da so rum. Ja, das ist geisteskrank. Genau deswegen werde ich wieder über die Resi ballern. Das war auch mein Plan, aber ich glaube, jetzt wird er kaputt sein, wenn Janni jetzt den Plan... Der Lenker ist zurückgebogen. Er ist zurückgebogen. Weiß nicht, aber der Lenker ist auf jeden Fall wieder gerade. Hey, geil. Jetzt, ich habe noch die Chance. Ich freue mich. Jetzt bin ich dran. Jungs, ihr wisst ja, ich gebe jetzt alles. Ich habe als erstes den Lenker so ein bisschen nach hinten gebogen und jetzt bringe ich das Ding nach Hause. Heute werde ich Bus fahren, denn ich muss den Roller zusammenklappen. Ein bisschen. Ja, ist da jetzt ein Riss? Ey, Kiran, kannst du den zusammenklappen? Gleich, auf jeden Fall, aber wir müssen noch weitermachen. Dean, du bist als nächstes. Meinst du, Dean, du fährst jetzt noch mal an? Ja, Moment mal ganz kurz. So auf die Basis. Also, wie ihr sehen könnt, Dean wird auf jeden Fall so fahren. Versuch mal, Bastian Flat, bitte. Versuch mal, Bastian Flat. Soll das gehen? Keine Ahnung. Vielleicht geht der wenigstens Tail noch. Oh, es wird so kaputt gehen dabei. Oh! Aber ich sag dir so, wie es ist. Der hält noch. Wie wär's jetzt nochmal mit dem Flip? Wie wär's damit? Jetzt auf jeden Fall Dienst nächster Versuch. Ich glaube, jetzt ist er endgültig tot. Oh mein Gott. Oh! Alter, er ist zurückgebogen. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, jetzt wieder wie neu. Ich glaube, das Ding ist jetzt unterschrieben. Jetzt ist kaputt. Ich glaube, jetzt ist es wie so ein Wackelzahn, der am letzten Faden hängt. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir es mal. Er hat Angel, was? Banger! Nein, tatsächlich nicht. Ich hätte aber gedacht, dass wenn du das Gleichgewicht hältst, dass so ein bisschen Druck drauf ist. Ja. Alter, aber das ist ja nicht grauenhaft. Genug, das ist ja echt grauenhaft. Oh, nee, ich will nicht mehr. Janni, du bist jetzt dran. Oh. Ey, ich will unbedingt noch mal rankommen. Ich hoffe, ich komme noch mal ran. Alter, ja, der ist einfach fucking durch. Aber weißt du, was man so machen kann? Perfekt, weil jetzt wollte. Ja. Das war kurz ein Trickshot. Such mal einen Drive Flash. Ey, ganz kurz, ich könnte das auch wieder zusammenschweißen, so ist nicht. Soll ich mal versuchen, einen Scooter Fakey zu machen? Auf ganz spannend. Nochmal ein Drive Flip. Digga! Digga, der ist
Das war's. Okay, gut, Leute. Wir haben das Ding zerstört. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung für alle Kunden ab. Wollt ihr noch was sagen? Nein, gut, peace, Leute.